Herzlich willkommen zum dritten Block über biologische Medizin. Ich bin im Sprechzimmer von Professor Dr. Med Thomas Rau vom Zentrum Biomed in Schwellbrunn im Kanton Appenzell in der Schweiz. Danke, Thomas, dürfen wir hier Gast sein und uns über dieses wichtige Thema der biologischen Medizin unterhalten, damit viele Leute davon erfahren, wie wirksam, wie günstig, wie wirklich erfolgreich biologische Medizin ist. Das ist mein Anliegen und da sind wir uns ja einig. Jetzt, du machst ja eine ausgeprägte Lehrtätigkeit. Ich durfte selber so ein Seminar mal besuchen und du hast ein Drei-Säulen-Prinzip aufgebaut. Die Säulen sind Entgiften, Darm- und Immunsystem und Aufbau und Regeneration. Das sagt jetzt vielleicht den Zuschauern nicht viel. Kannst du ein paar Worte sagen zu jeder einzelnen Säule, was du da lehrst? Beginnen wir mit dem ersten, Entgiften. Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Ich durfte in Südkorea an einem riesigen Kongress, die sind uns weit voraus, durfte ich eine Rede halten. Und vor mir war der Ärztepräsident dieses großen Staates und hat eine wirklich brennende Rede gehalten und hat gesagt, die wichtigsten Diagnosen, die es heute gibt und die größte Geißel der Gesundheitswelt sind die unklaren Krankheiten, sind nicht mehr die Krebskrankheiten. Überhaupt Krebs ist auch unklar. Sind nicht mehr die Koronaren und Herzkrankheiten, Herzinfarkte. Auch die sind ja eigentlich nicht ganz klar. Sind nicht mehr Diabetes. Diabetes ist übrigens auch nicht klar. Das waren alles seine Worte, nicht meine jetzt. Sondern und ja, dann bin ich heimgezottelt und habe das mitgenommen. Ich habe mich immer schon gefragt, jetzt komme ich zu den drei Säulen. Es kommen Menschen zu mir, die in der bisherigen Behandlung erfolglos waren. Drum kommen sie ja zu mir. Also ich habe kaum einen Patienten, der einfach von der Straße weg zu mir kommt, sondern es sind meistens recht kranke Menschen, unklare Patientenfälle und die kommen zu uns. Wie kann ich die, also 100% dieser Patienten, die zu mir kommen, waren erfolglos bis jetzt oder erfolgarm. Ich habe keinen Anspruch, 100% heilen zu können. Wenn ich nur schon 80% zu einer Besserung bringe, dann bin ich schon Weltmeister. Ja, und mit dieser 80% Logik habe ich ein System entwickelt, mit welchem ich 80% massiv verbessern kann. Und habe mich gefragt, was sind die häufigsten Begleitursachen für diese chronischen Krankheiten? Ein Polyarthritiker wird nicht nach Ursachen abgeklärt. Ein neurologischer Patient, und die nehmen kometenhaft zu, werden auch nicht abgeklärt. Die wichtigste Ursache in der heutigen Welt, chronische Krankheiten zu erzeugen, sind toxische Belastungen. Das habe ich einfach mal so postuliert. Es hat sich aber über die Jahre auch gezeigt. Giftstoffe, welche die Zellen blockieren in ihrer eigenen Heilungsfähigkeit. Zum Beispiel können das sein Schwermetalle. Halt Amalgam, das Quecksilber, oder Cadmium, oder Blei, oder. Heute extrem häufig Aluminium und Arsen. Finden wir ganz viel positiv. Ja, die machen neurologische Probleme. Und die Patienten kommen mit unklaren neurologischen Krankheiten, als ein Beispiel. Und dann teste ich diese Menschen auf Metalle, toxische Stoffe, ich rede jetzt mal nur von den Metallen, und wir finden hohe Werte und ich entgifte diese Menschen dann konsequent, die vorher nicht besser wurden und sie werden besser.
Nur schon in der ersten Stufe, nur schon durch das Entgiften. In der Entgiftung, aber man muss das konsequent machen und einfach über lange Zeit durchziehen. Das hat Jahre gebraucht, wenn nicht Jahrzehnte, bis sie ihr Toxizitätsfass so hoch gefüllt haben, und das braucht auch lange Zeit. Wir können heute, können Sie entgiften, lieber Patient? Haben Sie überhaupt die metabolische Fähigkeit, Quecksilber oder andere toxische Stoffe zu entgiften? Das sind genetische Tests, die sind nicht mal mehr teuer. Und ich kann dann entsprechend Ihnen individuell, kann ich Ihre Entgiftungskapazität verbessern. Da haben wir Teste, die in der Schulmedizin leider gar nicht gemacht werden. Nächstes, wir haben die organischen Toxine. Ich habe schon kurz davon gesprochen. Da ist zum Beispiel DDT, das alte Spritzmittel, das Pestizid. Ja, glauben Sie, das werde nicht mehr gebraucht? Der Verbrauch weltweit steigt. Wir haben eine internationale, weltweite Ernährungskette. Und wer kümmert sich in den Maisfeldern Simbabwes drum, was wir in der Schweiz für toxische Regeln haben? Kein Mensch kümmert sich darum. Und der Verbrauch dieser, nur zum Beispiel des Maises, das dann in China den Schweinen gefüttert wird, dieses Schweinefleisch kommt ins Pizzafleisch, das wir in der Schweiz wieder essen. Wir sind in einer internationalen, weltweiten toxischen Kette. Und da können wir auch wieder einsetzen, weil ich diese Toxine schauen kann. Und ich könnte dir Fälle zeigen von neurologischen Patienten, die dann besser wurden, waren aber schon in x Kliniken. Nur durch die Entgiftung. Säule 1. Okay. Ganz konsequent muss das gemacht werden, über Jahre. Wie das geht, können wir hier nicht erklären, sonst dauert es zu lang. Ja, und ich muss ja Teilnehmer an meinen Seminaren haben. Genau. Säule 2 ist dann Darm und Immunsystem. Genau. Die größte Schleimhaut des Menschen, die größte Oberfläche, der größte Kontakt zur Umwelt des Menschen ist nicht die Haut, sondern der Dünndarm, der Darm. Und in dieser 6 Meter langen Schleimhaut, die hat eine Oberfläche von, man weiß es ja nicht so genau, also aber sicher 200 bis 400 Quadratmeter. Ja, mit geschätzt. Sicherheit 200 bis 400 Quadratmeter, man hört auch größere Zahlen, also ein riesiges Feld. Und da sind auch die Immunzellen, weil die müssen ja aufpassen, wogegen sie konfrontiert werden. Also, da liegt unser Immunsystem. Und in dieser Schleimhaut, wenn wir die aufbauen, dann können wir unseren Schutz des Körpers deutlich verbessern. Wenn wir aber uns falsch ernähren, dann reizen wir diese Schleimhaut und wir ziehen das ganze Immunsystem dorthin, in die Peyerschen Plaque. Und ein normaler Mensch in meinem Alter, nein, schon jünger, mit 30, 40, hat über 90% seiner Lymphozyten, die T-Lymphozyten, welche für das Immunsystem zuständig sind, im Dünndarm. Ja, wenn wir da falsch uns Dinge zuführen, falsch uns ernähren, wenn die Darmflora, die viel mehr Bakterien enthält, als der Mensch in seinem ganzen Körper sonst enthält, wenn die nicht intakt ist, dann ist unser ganzes inneres Regulationssystem gestört. Also wir müssen den Darm aufbauen. Das können wir nur, indem wir die Ernährung individuell umstellen, so wie es für sie richtig ist. Und wir müssen die Lymphzellen im Darm indirekt aufbauen. Dann sind sie, die T-Lymphozyten, die sie brauchen gegen den Krebs, besser gefeit gegen Viren, gegen Bakterien, gegen Krebszellen. Da liegt die kardinale, die grundlegende Gesundheit des Menschen im Darm drin. Und ich baue
unseren Patienten, auch wenn sie mit dem Darm gar nichts zu tun haben, baue ihnen den Darm auf. Dann wird auch das vegetative Nervensystem deutlich besser. Und die meisten autoimmunen Krankheiten ändern sich fundamental. Die dritte Säule. Gut, jetzt haben wir entgiftet, genau, und den Darm aufgebaut. Jetzt kommt die dritte Säule, Regeneration. Genau. Jetzt haben Sie, jetzt kommt der Körper krank daher. Also wer kommt denn zu mir? Das sind ja chronisch kranke Menschen. Deren Organe sind geschwächt. Ja, aber in 7 Jahren haben Sie keine Zelle mehr, die gleiche, wie sie heute ist. Sie regenerieren endlos, permanent. Ja, mein Vater hat mich häufig mitgenommen in den Nachkriegsjahren. Ich durfte zu seinen Geschäftspartnern und zu seinen Produzenten gehen, im Ausland, in Deutschland halt und in Österreich. Dann habe ich ständig gehört, jetzt kommt was ganz Wichtiges, gell, Jürg, das war sein Name, unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir. Das war in den Nachkriegszeiten. Das habe ich endlos gehört als kleiner Bub. Mein Vater hat immer gesagt, und jetzt kommt das Allerwichtigste, und was machst du dafür? Das ist die Frage, die Sie sich stellen müssen. Meine Organe sollen besser werden. Die jungen Zellen sollen es besser haben und stärker werden als die jetzigen. Und was machst du dafür? Und das zeige ich Ihnen. Was können Sie tun? Wir nennen das heute orthomolekulare Medizin, wir nennen es Mineralstofftherapie, wir nennen es Vitamintherapie, wir nennen es aber auch richtige Ernährung, wo die Lebensmittel noch drin sind, nicht einfach nur Nahrungsmittel, Quatsch, sondern richtig gezielt den Körper aufbauen. Damit können Sie Ihre chronischen Krankheiten auswachsen, auch wenn Sie schon älter sind. Das ist die Aufbautherapie. Und dieser Gedanke des Regenerierens existiert leider in der Schulmedizin überhaupt nicht. Dass man mit Stoffen den Körper aktivieren kann, sich selber zu heilen. Die neuen Zellen sollen besser werden. Sie tun es auch, wenn man das richtig macht. Ich bin ein absolut grundlegender Verfechter der orthomolekularen Medizin und auch der Ernährungsmedizin, weil das erneuert Ihren Körper, sodass der Körper die Krankheit gar nicht mehr braucht. Jetzt hast du uns diese drei wichtigen Säulen der biologischen Medizin erklärt. Viele Zuhörer, Zuschauer möchten jetzt vielleicht noch viel mehr wissen, hat sie begonnen zu interessieren. Da können wir deine Seminare empfehlen, einerseits, die bald wieder beginnen, nach Corona. Ja, hoffen wir. Aber, das möchte ich unseren Zuschauern eben auch noch mitgeben, Professor Rau hat auch Bücher geschrieben. Das erste heißt Biologische Medizin. Das zweite Buch, eben wie man sich selber heilen kann, chronisch krank, heile dich selbst. Das finden Sie im Internet, bei Amazon und überall. Und ganz ein spannendes Buch, hier habe ich nur die englische Version, Dr. Raus Erfolgsdiät. Genau. Ja. Ein Mediziner schreibt ein Kochbuch. Genau. Thomas, bist du ein guter Koch? Ich sage immer, ich bin, glaube ich, der einzige Kochbuchautor, der wirklich nicht kochen kann. Aber ich habe gute Leute um mich herum, die eben perfekt kochen. Und wir haben jetzt ja auch die Zusammenarbeit mit Tibitz haben wir aufbauen können. Da sind einfach Köche pur, und zwar Gesundheitsköche sind das. Und ja, und also von wem stammen dann die Rezepte? Die Rezepte, die stammen zum Großteil von meiner Frau. Die Rezepte, die stammen von ganz wenige von mir selber. Ich habe nur das ganz einfache Zeug wie die Basesuppe und so. Aber ganz wichtig ist auch die Dame, die unser Hotel
während 15 Jahren geführt hat und eben meine Ernährung in unserem eigenen Hotel umgewandelt hat. Mhm. Ja. Also die meisten Rezepte kommen von da. Mhm. Danke vielmals, Thomas. Wir haben wieder viel Neues gehört. Über Seminare, über die Arbeit in der Praxis, über die Bücher. Also es gibt keine Entschuldigung mehr, wenn Sie nicht weiterkommen in der biologischen Medizin. Herzlichen Dank, Thomas. Wir werden uns noch über einen letzten Block noch unterhalten. Wir sehen uns bald wieder.